Herr Smuka sowieso, würde dann das erste Wort gleich an unseren Gast übergeben, bitteschön. Ja, kann man relativ einfach erklären. Die Niederlage Hertha war einfach besser heute. Wir haben heute, ja, Hertha ist das Bayern München der zweiten Liga und entsprechend haben sie viel Qualität, sowohl in der Defensive, aber vor allem in der Offensive. Und wir waren nicht in der ersten Halbzeit richtig anwesend. Wir haben zu ängstlich viel Spielraum gelassen und haben einfache Tore kassiert. Und wenn man 2:0 zurückliegt hier in Berlin, dann ist es sicherlich nicht einfach. Zudem mussten wir dann auch frühzeitig wechseln mit dem Goran Cukalo, der eine Verhärtung in der Wade hatte. Und ja, wir haben uns ein bisschen mehr was vorgenommen in der zweiten Halbzeit. Im Anschlusstreffer war so ein kurze Hoffnungsschimmer da, aber Hertha hat dann eiskalt wieder zurückgeschlagen. Das war dann unser zweites Tor durch den Standard, das 3:1. Und dann war auch die Luft raus. Eine starke Vorstellung in der Offensive gezeigt hat und viel Qualität. Wir gehen davon aus, dass ihr nächstes Jahr genauso wie Braunschweig in der ersten Liga spielen werdet. Und wir sind fest überzeugt, dass wir nächstes Jahr in der zweiten Liga auch spielen werden. Und wir werden ein anderes MSV Duisburg am kommenden Freitag gegen Cottbus sehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wojnarowicz. Das Luca, bitte. Ja, erstmal danke für die netten Worte. Ich glaube, dass die Mannschaft eine gute Reaktion gezeigt hat nach letzter Woche und dass sie heute sehr konzentriert und fokussiert war. Vor allem hat man das schon eigentlich gemerkt in den letzten Tagen im Hinblick auf dieses Spiel. Das Gefühl war viel, viel besser als letzte Woche. Die Mannschaft hat, denke ich, eine ihrer besseren Heimspiele heute gespielt, denke ich, vor allem was die mehrere Möglichkeiten betraf, die wir heute gehabt haben. Nicht nur die 4 Tore, die wir erzielt haben können, aber wir hatten noch 3, 4, denke ich, sehr gute, 100%, um das Ergebnis zu erhöhen. Aber ich denke, das Ergebnis so in diesem Stand war okay. Leider haben wir auch ein, zwei dumme Gegentore bekommen. Aber auch das gehört dazu. Ich denke, dass vor allem die Mannschaft und auch der Willen da war, um heute wieder eine gute Ausgangsposition und zu erarbeiten, auch die Ausgangsposition zu verbessern. Das haben wir gemacht. Wir haben morgen Abend eine Situation, dass wir in aller Ruhe schön auf die Couch liegen können, das Spiel anschauen können und hoffentlich auch ein bisschen genießen von der Spiel, aber auch puntemäßig natürlich heute selber vorgelegt und das war wichtig. Dass der Knoten geplatzt ist, um das mal so auszudrücken, ich denke, dass Sammy auch direkt nach der Halbzeit noch vor, dass Duisburg das 2:1 war, eine 100%ig hatte in einer 1-gegen-1-Situation gegenüber der Torwart, um das dritte Tor zu erzielen. Und dann hatte er noch einmal Mitte zweiter Halbzeit eine Situation, wo er auch im 5-Meter-Raum leider nicht den Fuß genau dagegen bekommt. Aber er hatte heute natürlich auch einen unglaublichen Willen. Er war sehr lebendig, ich weiß nicht, ob das Deutsch ist eigentlich, aber ich fand, dass er sehr engagiert und sehr bemüht war, um ein gutes Spiel zu machen. Ich fand übrigens auch, dass unsere 4 Offensive, sowohl in die erste und zweite, also immer sehr viel Drohung hatte im Spiel nach vorne. Sie haben sich mit gewissen Kombinationen gut durchspielen können. Und ja, ich freue mich natürlich für Sammy, aber auch für Ronny heute, dass er wieder die Leistung so hat abrufen können wie vor der Winterpause. Er war bei allen Toren beteiligt. Er hat das Waffen, 2 Tore zusätzlich aus seiner Standard, aus seiner Ruhensituation, einmal ein Eckball. Und auch der Freistoß, wo Sammy dann den Fuß dagegen halten konnte, war auch wieder ein fantastischer Freistoß und er macht selber ein Tor. Und ja, so kann ich der ein oder andere aufnehmen. Und ich fand es auch schön für Mike Franz persönlich, dass er doch nach einer langen Zeit sich geduldet hat, um wieder das Schlüssel zu stehen und dabei zu sein, auch auf dem Platz jetzt. Und ich fand, dass er die letzte Woche im Training einen sehr guten Eindruck hat hinterlassen und Fabian vorzuschieben für das Mittelfeld, weil auch Alfredo Morales nicht dabei war heute wegen einer Grippe. Insgesamt, denke ich, bin ich sehr zufrieden. Das ist nicht der Fall.